Einfache Dicken- und Montagehobelmaschinen haben ein Problem. Bei manchen Maschinen ist es schwierig, die Durchlasshöhe präzise einzustellen. Ein einfacher Skalenzeiger zeigt Einstellungen meist nur auf einen Millimeter genau an. Während der Arbeit müssen Sie deshalb die Materialstärke nach jedem Hobelgang kontrollieren. Abweichungen bis zu einem halben Millimeter sind an der Tagesordnung. Die Hobelmaschine muss teilweise mehrfach nachjustiert werden. Das ist lästig und verzögert den Arbeitsablauf unnötig. Mit der WIXI-Digitalanzeige für Durchlasshöhe können Sie die Materialstärke und den Abtrag Ihrer dicken Hobelmaschine schnell und auf ein Zehntel Millimeter genau einstellen. Wir zeigen Ihnen, wie die WIXI-Digitalanzeige für Durchlasshöhen montiert wird und wie sie funktioniert. Die WIXI-Digitalanzeige für Durchlasshöhe können Sie an zahlreichen dicken Hobelmaschinen montieren. Durch verschiedene Befestigungsbügel und Klebepads können Sie die Anzeige schnell und einfach auch ohne zu bohren befestigen. Für den dauerhaften Einsatz empfehlen wir die Montage mit den mitgelieferten Schrauben. Zur Demonstration montieren wir die Digitalanzeige für Durchlasshöhen an einer Shinko DH330. Entfernen Sie zunächst den Skalenanzeiger von Ihrer dicken Hobelmaschine. Heben Sie die beiden Schrauben auf, sie werden später noch zum Anschrauben des Montagewinkels benötigt. Reinigen Sie das Maschinengehäuse in dem Bereich, in dem Sie die Anzeige montieren möchten, gründlich und entfetten Sie die Oberfläche, gegebenenfalls mit Alkohol. Für eine leichte Montage und zum Anschrauben zerlegen Sie die Digitalanzeige und entfernen die federnd gelagerte Messskala. Richten Sie die Schiene mit Hilfe eines Stahllineals oder einer Wasserwaage so aus, dass der Fuß der Schiene mit dem Aufgabetisch fluchtet oder leicht darüber sitzt. Wählen Sie dann eine der drei mitgelieferten Nivellierschrauben in einer passenden Länge aus. Drehen Sie die Schraube zusammen mit einer Kontermutter in den Fuß der Schiene ein. Mit Hilfe der Nivellierschraube können Sie nun die Schiene exakt auf die Höhe des Aufgabetischs einstellen. Ziehen Sie die Schutzfolie von den Klebepads ab und kleben Sie die Schiene ans Maschinengehäuse. Orientieren Sie sich dabei an einer senkrechten Bezugskante. Wenn gewünscht, können Sie die Schiene ans Maschinengehäuse anschrauben. Schrauben und ein passender Bohrer sind im Lieferumfang enthalten. Achten Sie darauf, dass sich auch bei Ihrer dicken Hobelmaschine keine Kabel oder mechanischen Teile im Bereich der Bohrungen befinden. Drehen Sie die Schrauben ein und ziehen Sie sie handfest an. Überprüfen Sie noch einmal, ob der Fuß der Schiene auf der richtigen Höhe sitzt. Nun wird der Montagewinkel zusammen mit einer Unterlegscheibe an der Stelle montiert, an der ursprünglich der Skalenanzeiger befestigt war. Verwenden Sie dazu die Schrauben des Skalenanzeigers.
ziehen Sie die Schrauben vorerst nur locker an, damit Sie im nächsten Schritt den Verbindungswinkel noch ausrichten können. Setzen Sie die Messskala samt Feder und die Digitalanzeige wieder mit der Schiene zusammen. Vergessen Sie nicht, die Feder oben an der Schiene einzuhängen. Sie sorgt dafür, dass die Messskala auf den Fuß der Schiene gedrückt wird. Der Verbindungswinkel wird an den Montagewinkel geschraubt und anschließend mit der Digitalanzeige verbunden. Wenn möglich, richten Sie dabei die Oberkante der Anzeige an der Skala auf die eingestellte Durchlasshöhe aus. Für den Betrieb müssen Sie nun nur noch zwei AAA-Batterien in die Digitalanzeige einsetzen. Vor der erstmaligen Benutzung müssen Sie die WIXI-Digitalanzeige für Durchlasshöhe einmal kalibrieren. Dazu schalten Sie die Digitalanzeige ein und hobeln ein Brett in einer beliebigen Stärke aus. Verstellen Sie nun die Hobelmaschine nicht mehr. Legen Sie das Brett zwischen den Fuß der Schiene und die Messskala. Halten Sie das Brett möglichst waagerecht und drücken Sie den untersten Knopf, bis die Anzeige auf 0 springt. Wenn Sie nun das Brett entnehmen, wird dessen Materialstärke angezeigt. Von nun an können Sie Ihre dicken Hobelmaschine anhand der angezeigten Werte auf der Digitalanzeige einstellen. Die Werte bleiben gespeichert. Erst nach einem Batteriewechsel müssen Sie die WIXI-Digitalanzeige erneut kalibrieren. Beim Aushobeln können Sie von nun an den Durchlass anhand der angezeigten Werte auf der WIXI-Digitalanzeige einstellen. Und das auf 0,1 Millimeter genau. Durch Drücken des mittleren Knopfes können Sie die Digitalanzeige von absoluter auf inkrementelle Messmethode umstellen. So können Sie von einem eingestellten Durchlass eine bestimmte Dicke, zum Beispiel genau 1 mm, abtragen. Zum Abschluss noch drei Tipps für präzises Hobeln. Achten Sie stets darauf, dass die Messskala direkt auf dem Fuß der Schiene aufliegt und dass sich keine Späne dazwischen befinden. Stellen Sie den gewünschten Durchlass mit einer Drehung von unten nach oben ein, damit das Spiel aus der Höheneinstellung genommen wird. Der Materialabtrag sollte beim letzten Hobelgang, je nach Hobelmaschine, mindestens 0,3 bis 0,5 mm betragen, um eine besonders glatte und ausrissfreie Oberfläche zu erhalten.
Mit der Wixi Digitalanzeigen für Durchlasshöhen können Sie Ihren mobilen dicken Hobel nachrüsten und so präzise einstellen wie eine große Hobelmaschine.